Und dann starte ich durch. Okay, ist jetzt meine Bildschirm? Ja. Super. Okay, ich muss das kurz verkleinern. Jawohl, also wünsche euch noch einen schönen Donnerstagnachmittag jetzt mal an dieser Stelle noch einmal. Und begrüße euch jetzt offiziell noch einmal zum heutigen Webinar. Wir werden heute gemeinsam eintauchen in die digitale Schulkommunikation und das Kommunikations-App Schoolfox. Dieses wird ja ab Herbst die Info-SMS auch in Völs ablösen. Zum einen, weil eben diese App viel mehr kann als Info-SMS und weil sie auch billiger ist, und zwar viel billiger. Und zum anderen, weil die Informationen, die wir an die Eltern versenden, von diesen auch rechtlich bestätigt werden können, sind also nachweislich, was bei Info-SMS eben nicht der Fall war. Das Ziel heute ist, dass ihr mit einem guten Gefühl hinausgeht und wisst, was Schoolfox überhaupt ist, was es leistet, was es kann und was ihr vor allem damit alles machen könnt. Ja, Fragen könnt ihr natürlich im Laufe des ersten Teils und des zweiten Teils am besten in euch selber aufschreiben, merken oder in das Chatfenster schreiben bei Zoom. Und ich werde es versuchen, dann danach eben zu beantworten. Ihr bekommt von mir dann auch diese Präsentation, die ich da habe. Und das Benutzerhandbuch von Schoolfox werde ich auch danach mailen. Ja gut, ich habe für euch, das haben schon ein paar bemerkt, eine Testklasse eingerichtet, wo ihr bis selbst üben könnt. Das bitte macht's einfach, da sind wir in einer geschützten Umgebung. Ich habe 6 englische Schüler, alte Bekannte wie Bibi Langstrumpf und Co. Die werden auch nicht wirklich antworten. Wenn, dann bin vielleicht ich das als sicher Vormund. Gut, vielleicht gehen wir gleich weiter. Was ist denn Schoolfox überhaupt? Schoolfox ist eben ein Schulmessenger. Und es geht darum, die Kommunikation zwischen Lehrer und Eltern zu digitalisieren. Man könnte auch zwischen Lehrern und Schülern oder Lehrern untereinander kommunizieren, aber dazu gibt es eben viel bessere Tools, wie zum Beispiel Microsoft Teams. Also es geht darum, wegzukommen vom analogen Mitteilungsheft, von den vielen Elternbriefen, von vielen Papieraufwand. Aber eben auch wegzukommen von verbotenen Alternativen wie WhatsApp, da diese nicht datenschutzkonform sind und auch nicht sehr praktikabel für die Bedürfnisse, die Schule eigentlich hat. Schoolfox hingegen ist datenschutzkonform und auch von den Schulbehörden zugelassen, beziehungsweise sogar freigegeben. Außerdem ist es speziell auf die Bedürfnisse der Schule maßgeschneidert. Dies zeigt sich in den verschiedenen schlauen Funktionen, die Schoolfox hat. Ich als Lehrer spare mir Zettel und Unterschriften. Das Klima zwischen Eltern und Schule verbessert sich durch diese Kommunikation merklich. Merklich, das haben zumindest Untersuchungen so ergeben. Es ist keine Chatgruppe, wo jeder kunterbunt antworten kann, wie das zum Beispiel in WhatsApp ist, sondern es ist eigentlich kontrollierte Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern. Es ist am PC oder und am Handy verwendbar. Man kann am Handy, das würde ich schon empfehlen, das einfach runterladen über den App Store, wenn ihr iPhone habt oder eben den Play Store, wenn ihr Android-Nutzer seid. Ja, was ist der Vorteil Vorteil gegenüber Info-SMS? Was war der Nachteil von Info-SMS? Info-SMS ist eigentlich viel teurer und kann viel, viel weniger, also indirekt proportional quasi. Ihr habt es sicher bemerkt, in der Nachrichtenlänge zum Beispiel bin ich sehr, sehr eingeschränkt. Und mir ist es manchmal vorkommen, bin ein bisschen unhöflich zu den Eltern, wenn ich mich aufs Wesentliche beschränke. Und dann habe ich fast immer Zeit, da irgendwie Grußworte dazu zu schreiben. Ich kann auch Dateien anhängen, wie Elternbriefe oder auch andere Dateien, wie Fotos vom Wandertag und so weiter und so fort. Also es leistet viel, viel mehr. Seit 2016 ist diese App am Markt und seitdem oder derzeit nützen es schon 4.500
Schulen im deutschsprachigen Raum. Da sieht man eine Landkarte, habe ich da eingezeichnet, wo eigentlich das schon überall genutzt wird. Die Server von SchoolFox übrigens, die stehen in Frankfurt am Main, also eben in der Europäischen Union, wie es laut TSVG eben auch sein muss. Gehen wir mal konkret in die Funktionen. Ich habe hier die 10 wichtigsten, wie mir scheint, Funktionen aufgelistet. Insgesamt sind es, glaube ich, 25. Und wir fangen mal chronologisch bei der ersten Sache an. Das sind Texte, Fotos und Dokumente senden. Geht ja gerade zur anderen Folie noch. Ja, was vorab da wichtige Botschaft ist vielleicht für euch, eure private Handynummer, also die private Handynummer der Lehrpersonen, werden niemals bekannt gegeben und auch niemals weitergegeben. Die ganze Kommunikation findet nur einzig und allein über die App SchoolFox statt. Und die Eltern müssen diese entweder über den Webbrowser oder eben über das Handy-App, so wie ihr eben auch, davor runterladen. Dann können sie sich anmelden. Sie bekommen von uns dann einen Code, den geben sie dann ein und sind dann eigentlich sofort mit ihrem Kind und ihrer Schule verbunden. Ja, das war's zum Ersten. Entschuldige, Christian, von wem kriegen Sie bitte die Codes? Die kriegen Sie von uns, aber das sage ich noch. Okay. Ja. Gut, wir gehen weiter mit der zweiten Geschichte. Das habe ich schon gesagt, Bestätigung oder Unterschrift jeder Nachricht. Ihr kennt es also von jeder Nachricht die Unterschrift oder eben die Bestätigung einfordern. Die Unterschrift würde ich dann eigentlich einfordern, wenn es eine wichtige Nachricht ist. Wir können auch entscheiden, ob die Eltern auf diese Nachricht antworten können oder ob sie diese nur bestätigen sollen. Also, sie bekommen diese Nachricht am Handy. Sie können übrigens auch uns ihre Abwesenheiten mitteilen, aber dazu später. Und sie bestätigen diese via Knopfdruck oder eben Unterschriften. Bis zu 10 Fotos oder andere Anhänger können wir bei jeder Nachricht anhängen. Und ich sehe, wenn wir Unterschriften einfordern, dann ist es so ähnlich wie beim Paketdienst. Sie können dann ganz einfach am Handy öffnen, sich binnen dann so ein Fenster und da können Sie mit dem Finger unterschreiben. So wie das jetzt bei uns bei den Paketdiensten eben auch ist. Mitteilungen 40 Sprachen übersetzen, das ist auch ganz toll. Das heißt, du kannst die Mitteilung in deiner Sprache, also in deutscher Sprache, eingeben und die Eltern können diese dann in ihre eigene Sprache übersetzen. Umgekehrt ist es auch möglich, die Eltern können darauf antworten in ihrer eigenen Sprache und du kannst es dann als Lehrer wieder auf Deutsch übersetzen. Also wie gesagt, 40 Sprachen. Und die Eltern fühlen sich dadurch einfach besser integriert. Auch das hat man schon rausgefunden, logischerweise. Sie fühlen sich nicht ausgeschlossen, wenn sie das halbe nicht verstehen. Gut. Das ist auch ganz toll. Wir haben pro Klasse einen Cloud-Speicher, also einen Speicher, der von jedem Computer der Welt aus zugänglich ist, zur Verfügung mit 500 Megabyte. Auch für alle Dateiformate. Das ist vielleicht ganz toll dann, wenn wir zum Beispiel die Fotos vom Ausflug da rein tun und die Eltern können sie dann selber ansehen und auch runterladen, wenn wir ihnen die Berechtigung dazu unterteilen. Ein Punkt, den ich heute ein bisschen ausklammern werde, ist der Videounterricht und zwar, weil wir mit Teams ein besseres Werkzeug dafür zur Verfügung haben. Aber zur Not können wir da das natürlich auch über dieses App machen. Dann Notfallkontakt und SMS. Notfallkontakt SMS heißt, dass die Eltern kriegen prinzipiell deine Nachrichten als Lehrer über SchoolFox, über dieses App. Wenn die Eltern dann aber auch ihre Handynummer dazu bekannt geben, sich also mit ihrer Handynummer registrieren, bekommen sie ganz wichtige Nachrichten, das können wir dann auswählen, auch per SMS zusätzlich noch versandt. Und diese
Notfallkontakte sind auch sogar offline immer zu unserer Verfügung. Gut, was habe ich noch? Schülerinnen-Checklisten können verwaltet werden. Auch ein ganz feines Tool, finde ich. Wenn ich zum Beispiel Geld einsammle von den Kindern, kann ich das über diese Checklisten verwalten und kann auch Eltern daran erinnern, wenn sie noch nicht eingezahlt haben. Da kann es so aus. Kann einfach meine Liste mit meiner Klasse, die ist eh schon angelegt, und kann dann diese Schülernamen einfach abhaken, die das Geld gebracht haben. Und diejenigen, die es mitgebracht haben, denen schicke ich ganz einfach wieder eine Erinnerung. Also das ist auch problemlos und erleichtert uns relativ viel Arbeit. Man hat herausgefunden, bis zu 50 Stunden im Jahr sollte den Lehrern der Arbeit erspart bleiben. Wie sie das allerdings gemacht haben, sie das nachgewiesen haben, so weiß ich nicht. Je nachdem, wie viel man halt investiert. Dann Veranstaltungen und Sprechtage kann man hier auch anlegen und organisieren. Damit meine ich, dass ich kann, wenn ein Sprechtag anliegt, jetzt in Zukunft kriegen die Eltern dann ein Zeitfenster pro Lehrer und sie können sich da dann einfach diese Zeitfenster, die sie wollen, anklicken. Vorteil ist, sie müssen nicht mehr vor der Tür warten. Und du als Lehrer bekommst dann auch vor dem Elternsprechtag eine Liste, wer alle zu dir kommt und wann das der Fall ist. Das werden wir dann auch noch kurz ansehen. Ich kann zum Beispiel als Lehrer sagen, von 16.15 bis 16.30, da will ich, dass gar keiner kommt, da möchte ich mal eine Pause. Dann kann ich dieses Zeitfenster blockieren. Das ist auch ganz fein. Was haben wir noch drauf? Diskussionen und Umfragen kann ich auch durchführen. Mit den Eltern oder mit den Lehrern, mit dem Lehrkörper untereinander kann ich das machen. Schauen wir nochmal, ob ich da was habe. Ja. Also das ist dann so ähnlich wie in einer WhatsApp-Gruppe. Wenn ich hier eine Gruppendiskussion starte mit den Eltern, dann bekommen das halt, dann können Eltern aus der Klasse darauf auch antworten. Oder ich starte so eine Diskussion nur mit den Lehrern, was ich ja gestern eh getan habe, aber haben schon darauf reagiert. Da habe ich über das Lehrergrillen Diskussion gestartet und davor haben schon darauf geantwortet. Wichtig, die Moderation und volle Kontrolle über die Diskussion hat immer der, was die Diskussion gestartet hat. Im Wesentlichen, wenn ich das mit Eltern mache, eben der Lehrer. Auch hier kann ich wieder Dateien uploaden und auch teilen. Und ich kann auch in der Diskussionsgruppe ein Videomeeting dann durchführen. Das ist auch vielleicht ganz fein zwischendurch. Ein anderes App eben, wie Zoom zum Beispiel. Funktioniert da ganz gut. Und das Letzte, was ich hier habe, die Abwesenden können verwaltet werden. Und das ist ganz fein. Die Eltern können, wenn die Schüler krank sind, sie über diese App krank melden. Sie brauchen die, also nicht mehr anrufen oder nicht die Schule anrufen oder keine SMS, keine E-Mail schicken. Sie machen das ganz einfach über diese App. Und es wird dann kumuliert dargestellt. Das heißt, du kannst dann als Lehrer oder als Direktor die Abwesenheiten gesammelt, zum Beispiel am Ende vom Jahr, von einem Kind sehen. Du brauchst also dann immer extra Listen führen, wer heute fehlt, wer heute nicht fehlt, sondern das macht das Programm automatisch für dich. Okay. Das schaut dann so aus, da habe ich glaube ich auch Folie. Einen Moment. Genau. Und eben die Lehrer erhalten tagesaktuell einen Überblick über eben ihre fehlenden Schüler, aber eben auch monats- oder nach einem halben Jahr kann ich das auch so listen. Ausdrucken. Gut, dann noch einmal zurück. Hier sieht man nochmal die wichtigsten Vorteile von SchoolFox für Lehrende und für Eltern. Oder auch für Lehrer und für Schüler. Wir werden oder ihr werdet jetzt allerdings die Kommunikation auf die Elternebene beschränken, weil ihr habt ja sonst andere Tools wie Teams zum Beispiel. Ja. Also für Lehrer sind dann da die Nutzen. 3 Stunden weniger Organisationsaufwand pro Woche. Naja, das hängt eben von jedem persönlich ab.
Eben Einbeziehung von Eltern ohne Deutschkenntnisse, das Teamwork mit Kollegen könnte ja auch erleichtert werden. Zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht an Mitteilungen die Eltern schicke, kann ich auch wählen, dass das die Lehrpersonen dieser Klasse auch mitlesen können. Also von der Kommunikationsebene ist das auch ganz gut. Die Papierentsparung von 3000 Blatt pro Jahr, ja, ist auch nachgewiesen. Warum? Weil ich kann eben so Elternbriefe und was auch immer, in Zukunft muss ich das nicht mehr kopieren und analog ausgeben, sondern kann das einfach über das Coolfox teilen. Gut. Ja, ich denke, das war mal genug für den ersten Teil. Bevor ich jetzt in die Live-Umgebung einsteige, habt ihr noch eine Frage an mich? Habt ihr jetzt schon eine Frage an mich? Na? Gut, dann gehen die Live-Umgebung vielleicht rein. Und zwar in eure Live-Umgebung von Fels. Also, wie komme ich da überhaupt rein? Anmelden tue ich mich über coolfunks.com. Und dann komme ich auf diese Startseite. Christian, wir sehen jetzt nichts. Wir sehen jetzt nur das Kopf hoch. Danke, genau. Da habe ich vergessen, den Bildschirm zu teilen. Bravo, danke. Und wir tun einen Link auf die Homepage dann auf, gell? Der ist dann oben. Super. Das ist sicher ein Vorteil, ja. Okay. Also, ich sage nochmal wieder reinkommen. Prinzipiell übers coolfox.com. Jetzt sieht man es hoffentlich wieder. Dann kommen wir auf diese Startseite. Da kann man sich auch nochmal informieren. Auch als Lehrer kann ich sich da informieren. Hat man auch Zugang zum Benutzerhandbuch und so weiter. Was es für Vorteile hat. Und einfach über Anmelden. Dieses Fenster hat ja jeder von euch schon durchgemacht. Komme ich dann auf diese Seite. Die Administrationsebene, hier hat also die Frau Direktor und der Administrator oder die Administratorin von eurer Schule zur Verfügung. Die hat da oben dann diese Zeile auch noch, da wo steht Mittelschule Völs, Fox Admin. Das hat, wie gesagt, nur die Administrationsebene. Ihr habt das, was ich da unten habe, mach es mal ein bisschen kleiner, diese Klassen dann als Auswahl. Und ganz oben eben diese Testklasse. In dieser Testklasse können Sie dann ein wenig ausprobieren. Gut, ich steige jetzt einmal in die Testklasse ein. Funktioniert gleich wie in jeder anderen Klasse dann auch. Wenn ihr startet, startet sich gleich das Mitteilungsfenster. Ihr habt gesehen, ihr habt da mehrere Menüs. Foxdrive, Klasse, Mitteilungen, Checkliste, Diskussionen und Einstellungen. Und da habe ich sogar noch mein persönliches Profil. Und hier habe ich den Fuchs. Wenn ich den Fuchs anklicke, komme ich dann wieder ganz raus und kann eine andere Klasse. Die Administrationsebene, sage ich einmal ganz kurz, ist vielleicht nicht für alle von Bedeutung. Die Administrationsebene, also die Direkte, kann zum Beispiel hier, hat der Übung für alle Klassen und kann auch Einladungscodes, das war davor die Frage, für alle ausdrucken. Das kann er machen. Das kann aber auch der Admin, also der Klassenvorstand, dann auch machen. Was, der hat fast die gleichen Ebenen da oben. Er kann zusätzlich einen Elternsprechtag anlegen. Ich habe zum Beispiel gestern einen angelegt, am 3.7. 14.30 Uhr. Bis 18 Uhr, da müsst ihr nicht wirklich reinkommen, sondern das ist nur so ein Probe-Elternsprechtag. Ihr könnt aber dann euch ein Zeitfenster einrichten, dass ihr das einmal gemacht habt. Und der Direktor kann Mitteilungen an alle schicken, auch an alle Schüler. Und einmal. Gut, jetzt gehe ich wieder raus und starte mal wieder die erste Ebene. Da oben ist übrigens bei mir steht Elternsprechtag. Das kann sein, dass das bei dir auch steht. Loni Doller hat die Veranstaltung erstellt. Hier könnte ich dann meine Termine, meine Zeitfenster planen.
schauen wir uns das vielleicht später noch einmal an. Gehe jetzt wieder in meine Testklasse. Na gut, und für uns als Lehrer ist wahrscheinlich, oder für euch, wenn ich jetzt nicht KV bin, in erster Linie dieses Mitteilungsfenster von großem Interesse. Das war InfoSMS bis jetzt. Eigentlich fast allein, was InfoSMS geleistet hat, waren Mitteilungen und die auch noch mit 160 Zeichen, glaube ich. Gut, da habe ich jetzt neue Mitteilung, neue Umfrage, neue Veranstaltung, Elternsprechtag und Unterricht. Für uns interessant, neue Mitteilung, einfach anklicken. Das Instrument ist eine, dieses App ist selbsterklärend. Und da kann ich jetzt hier oben einmal wählen, ist es eine normale Nachricht oder eine Notfallnachricht. Zur Notfallnachricht ist es genau der Fall, damit kann man die Eltern das noch zusätzlich als es mitgeben. Okay, dann ist das Fenster rot, das sollte also wirklich interessante Mitteilung sein, eine wichtige, wenn zum Beispiel die sechste Stunde am selben Tag noch ausfällt. Achtung, das Mikrofon von Monk ist eingeschaltet, vielleicht schaltet es jetzt noch auf, das Mikrofon. Es kracht nämlich ein wenig. Okay. Ja, dann einfach eingeben, worum es denn in dieser Nachricht hier geht. Mir fällt jetzt was ein, Zeugnis, Verteilung. Ihr könnt hier wann eingeben, wann findet es statt. Muss ich aber nicht, diese Exe-Pflichtfelder sind die mit Sternbild versehen sind, dass er übertrifft. Den muss ich auf jeden Fall eingeben. Dann nehmen die Mitteilung. Euer die Verteilung Zeugnisse, das Staffelfeld, Donnerstag und Freitag. Zum Beispiel. Also ich bin hier nicht eingegrenzt wie ein InfoSMS. Ich kann hier natürlich noch sehr viel mehr schreiben. Und ich kann hier noch Dateien hinzufügen. Bis zu 10 Dateien. Einfach hier auf die Büro-Komma klicken. Und zwar unterschiedlich, was ich auch mache. Ich kann das ist cool. Fox Webinar. Es könnte jetzt sein, dass es nicht geht. Da nehme ich das da. Ja, Klassenfoto, keine Ahnung, also unterschiedliche Formate kann ich hier wählen und kann sie ganz einfach hier teilen. Das bekommen dann auch die Eltern mitgeliefert. Da unten, wo steht Antworten, da ist jetzt genau, ich kann auswählen, ob sie es mit einem Knopfdruck nur bestätigen oder dieses Fox Sign Unterschrift, ob sie am Bildschirm unterschreiben müssen zusätzlich. Dann kann ich noch auswählen, ob die Eltern antworten sollen oder nicht, nicht zulassen oder Freitext. Die können es also mir frei antworten oder ich kann Optionen, also Möglichkeiten vorgeben. Und da bin ich auch unbegrenzt. Irgendwelche Möglichkeiten, die können Sie dann einfach anklicken. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich sage jetzt einmal nicht zulassen. Das wird wohl meistens so sein. Dass es ja eher Info ist mit Unterschrift und ich auch gar nicht will, dass sie mir darauf antworten. Wenn so eine Nachricht ich immer öfter verwende, kann ich sie als Vorlage speichern. Gut, dann einfach Empfänger wählen. Das könnte ich hier in alle. Es ist eh, wie gesagt, es öffnen sich immer so Dialogfenster. Sie können auswählen, ob diese Nachricht nur an diese oder eben eine andere Klasse. Das ist eben auch ganz fein. Auch ihr könnt es natürlich über diese Möglichkeit an alle Klassen, wo ihr drinnen seid, Nachrichten versenden. Und ich kann auswählen da unten, ob diese Nachricht eben von meinen Kolleginnen, die in derselben Klasse unterrichten, auch gelesen werden können. Oder ob es eine private Nachricht zwischen mir und den Eltern ist. Und hier einfach die Klasse, die Eltern auswählen von den Kindern. Seht ihr mal die Kinder. Donald Duck, Fred Feuerstein. Da kann ich alle auswählen oder nur vereinzelt. Das ist eigentlich auch selbst erklärend, denke ich. Ich wähle hier mal andere aus und gehe auf Mitteilung schicken. Gut, hier sieht man meine Nachrichten, die ich bis jetzt gesandt habe. All die Eltern, es geht um die Zeugnisverteilung, ich klicke das einmal an.
Da sieht man noch einmal meine Nachricht und ich sehe auch, wer darauf geantwortet hat. Wenn ich hier draufklicke, bis jetzt ja noch niemand. Diese vier Buttons als erledigt markieren, Bestätigungen bearbeiten oder diese Mitteilung als PDF herunterladen, damit ich sie ausdrucken kann. Kann ich auch machen. Hier kann ich eben auch schauen, wer hat es bis jetzt bestätigt, wer hat es nicht bestätigt. Eben noch keiner bis jetzt. Und da kann ich auch ganz einfach Erinnerungen an die Eltern schicken. In dem Fall wären es ja alle, die das noch nicht bestätigt haben. Also ich muss ja nicht den Schülern immer nachlaufen. Wenn dann alle darauf bestätigt und es ist erledigt, dann kann ich das einfach als erledigt kennzeichnen und die Nachricht ist aus diesem Vorschaufenster weg. Was kann ich noch machen? Ich kann hier eine neue Umfrage starten. Eine neue Umfrage. Keine Ahnung. Findet ihr die gestaffelten? Findet ihr den gestaffelten Unterricht auch im Herbst? Da bin ich allerdings ein bisschen eingeschränkt mit dieser Frage. Ist ja so. Ist ja nur der Betreff. Das heißt, wenn ich es wirklich alleine schreiben soll, muss ich das in die Mitteilung da schreiben. Das heißt, Betreff, wie das bei Nachricht eben auch ist, gestaffelter Unterricht. Hier könnt ihr wieder, wenn es eine Veranstaltung wäre, ist das vielleicht sinnvoll, einen Termin auswählen. Da könnt ihr das jetzt einfach reinschreiben. Findet ihr den gestaffelten Unterricht im Herbst auch sinnvoll. Mir fällt dem nichts besser sein jetzt. Auch hier kann ich wieder Optionen auswählen. Ja oder nein wäre das jetzt ganz klassisch. Und ja, das müssen dann die Eltern dann eben bestätigen. Beziehungsweise ich kann auch jetzt sagen, Kolleginnen können Nachrichten und Antwort lesen. Was hier nicht geht, ist, dass dies jetzt über die Kollegschaft, die, ihr könnt es zwar sehen, aber ihr könnt nicht darauf antworten. Also diese Kommunikation ist eben nur zwischen Eltern und Lehrer vorgesehen. Ihr könnt es halt mitlesen. So sinnlose Nachricht in dem Fall. Ob das die Eltern sinnvoll finden oder nicht, glaube ich, macht keinen Unterschied. Gut, kann aber neue Veranstaltungen anwählen. Elternabend ist ja klassisch, oder? Gestern habe ich dieses Lehrergrillen gemacht. Elternabend. Hier kann ich Datum eingeben. Da habe ich zwar auch selbstredend einen Kalender und dann die Uhr. Wann fängt es an, dieser Elternabend? Und wann hört er auf? Bis 22 Uhr kann da was reinschreiben. Ja, ich kann die Anzahl der Teilnehmer wählen, wenn ich will. Aber in dem Fall, glaube ich, müsste ich das nicht beschränken. Die Schülerinnen laden wir nicht ein, sondern nur die Eltern. Und ich kann vorgeben eine Anmeldung. Dann weiß ich eben, wenn die Eltern darauf reagieren, wer zu meinem Elternsprechtag kommt. Mache ich jetzt auch nicht. Elternsprechtag, habe ich davor schon gesagt. Das muss man dann weiter draußen organisieren. Ihr könnt es aber lesen, wie das geht. Es ist aber dann auch selbsterklärend. Und im Videounterricht, das will ich eben über Teams machen. Das war dieser Punkt Mitteilungen. Dann gehen wir in den Punkt Klasse. In Punkt Klasse sieht man meine ganze Klasse. In dem Fall sind es noch 5 Schüler, aber wenn es mehrere sind, standardmäßig ist das da eigentlich auf 10, glaube ich, eingestellt. Hier könnt ihr die Elemente pro Seite einfach auf 50 einstellen. Dann habt ihr immer die ganze Klasse da auf einer Seite sichtbar. Und hier der zweite Weg als Klassenvorstand, kann ich auf diesem Weg die Eltern einladen, indem ich die Schüler markiere, entweder einzeln oder da oben alle. Und jetzt gehe ich hier auf den Punkt Eltern einladen. Und da habe ich bis jetzt leider nur 4 Sprachen zur Verfügung. Englisch, Deutsch, Russisch und Polnisch. Beim Einladungsbrief. Ich habe gestern mit Fox, School Fox telefoniert.
Und die haben gesagt, also bis zum Herbst sollten da auch mehr Sprachen dann möglich sein für den Einladungsbrief. Ich lade jetzt einmal einen einmal nur, brauche ich für den Donald Duck den runter. Eltern einladen, Deutsch. Geh auf Runterladen. Und da unten habe ich schon eine kleine Vorschau. Schauen wir uns das einmal an. Die Eltern bekommen dann diesen Zettel von ihrem Kind. Also du druckst es dann in der Schule aus und gibst es dem Kind mit. Und hier stehen die ganzen Informationen oben, was die Eltern machen sollen. Was CoolFox ist, ganz in Kürze, und die einzelnen Schritte, wo sie das herbekommen. Sie das am iPhone oder am anderen Handy, für Android-Handy runterladen können. Dann sich anmelden und den Code eingeben. Den Code, der steht da oben. Und dann sind sie verbunden. Das da unten ist dann die einzige analoge Nachricht, die sie dir dann am Schulbeginn mitnehmen. Das trennen sie also ab, damit das ist die Bestätigung, dass sie auch einverstanden sind damit. Ich würde das gar nicht als Option vorgeben. Es gibt, sie müssen eigentlich alle mitmachen, bei InfoSMS haben sie alle mitgemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man überhaupt dieses Blatt beim Elternabend austeilt und da das in die Schüler gar nicht mitgibt. Dann hätte ich auch leider noch die Unterschriften. Und wenn sie wollen, können die Eltern das auch vor Ort dann runterladen. Okay, also so kommen die Eltern ins Boot. Gut, bei jedem Schüler habe ich auch noch ein kleines Infofenster. Da kann ich ihn auch noch verändern. Wichtig, wie Sie sehen, es ist eigentlich gar nicht, viele Sachen sind da nicht, Geburtsdatum, Adresse und so weiter, das ist da alles gar nicht so wichtig. Das machen dann nämlich die Eltern selber. Die geben das dann ein, die geben auch ihre Notfall-Telefonnummer ein, das musst du alles nicht machen. Hier sehe ich dann übrigens auch die Abwesenheiten, wenn sie die Kinder krank gemeldet haben. Heute eben war niemand abwesend. Ja, klasse. Dann hier habe ich Foxdrive. Foxdrive ist eben dieses Wolkentool, diese Cloud-Speicher, wo ich für jede Klasse 500 MB zur Verfügung habe. Ich kann hier einfach einen neuen Ordner anlegen. Ich sage jetzt einmal Wandertag, wenn ihr im Herbst Wandertag bin und danach will ich Fotos den Eltern zur Verfügung stellen, Teilnehmerinnen auswählen, ja, die auswählen. Hier kann ich auch Kolleginnen auswählen eben, das ist auch ganz toll. Oder ich kann sagen, okay, ich wähle gar keine Kinder aus, sondern nur die Kolleginnen aus der Klasse und sage ihnen einmal zum Beispiel Fotos oder andere Dokumente auf diesem Weg, auch möglich. Die Zugriffsrechte, Nutzerinnen können nur hochgeladene Dateien sehen oder Nutzerinnen können den Ordner verwalten, neue Ordner erstellen und Dateien hochladen. Das würde jetzt bei Lehrern vielleicht schon machen, aber bei Eltern würde eben nur dieses Recht erteilen, dass sie da nichts verändern, nichts löschen können und auch selber nichts aufladen können. Wenn wir es jetzt unter Kollegen machen, können wir ruhig das machen. Ich habe keine Eltern ausgewählt, sondern nur Kollegen. Gehe auf Speichern. Der Ordner hat sich erstellt. Oder Wandertag am 25.06., also heute von der Loni Zoller. Gut, dann gehe ich rein in diesen Ordner. Man sieht, ich bin im Ordner drinnen. Wandertag, zweimal sichtlich 24 Teilnehmer. Schauen wir mal da rein. Ja, das seid ihr. Und nur die Lehrer, sonst niemand. Und ich habe Lesen, Leserechte und Bearbeitungsrechte. Das kann ich ganz einfach wieder da mit Dateien hinzufügen. So wie immer, immer ein paar Dateien da rein kopieren. Ich mache jetzt auch wieder einfach irgendwas. Okay. So, okay. Wird hinzugefügt. Und ihr habt jetzt da wirklich am Bildschirm, wenn sie heute noch probiert, wird diese Dateien da in der Foxdrive auch wirklich sehen. Was könnt ihr damit tun? Ihr könnt sie eben das auch runterladen. Oder können Sie es so beim auch löschen oder andere Sachen vielleicht da draufladen. Gut, also das war Foxdrive. Dann Checklisten. Checkliste, ich erstelle hier mal eine neue Checkliste. Sage jetzt einmal, wenn ich Wandertag gehe, brauche ich meistens auch ein Geld. Sage jetzt einmal
keine Ahnung, 9 Euro. Wandertag. Wählen Sie aus, welche Schülerinnen Sie auf der Checklist setzen möchten. Ich möchte alle aussetzen. Und auch das kann ich wieder mit euch teilen, mit Kolleginnen. Das ist standardmäßig ausgeschaltet, kann ich natürlich auch anschalten. Ich gehe jetzt auf alle Speichern. Oder vielleicht wähle ich es aus, dass ihr das auch seht. Ist vielleicht interessant. Und gehe auf Speichern. Okay, wenn jetzt die Kinder die 9 Euro bringen, dann kann ich ganz einfach hergehen, das da abhaken. Und wäre eigentlich dann erledigt. Ich kann aber auch dann fehlende erinnern. Das sind jetzt diese 3 Empfänger, wenn Sie da schaut. Ich habe hier nur 2 angewählt. Und zwar deswegen, weil diese 2 haben Sie ja gebracht. Also ich wähle da immer der und das gebracht haben. Und die fehlenden erinnern, das sind dann die restlichen 3, also die restlichen, weil ich keinen Haken gesetzt habe, werden dann einfach erinnert. Es war da ziemlich viel Zeit. Natürlich kann ich auch diese Checklist herunterladen, wenn ich will, und die ausdrucken und das für mich selber auch zu Fuß machen, also über Stift, ist aber hier einfach nicht notwendig. Und wenn ich das auch am Handy habe und überall, kann ich das vor Ort einfach abhaken. Okay, das waren die Checklisten, Diskussionen. Ich habe hier gestern eine neue Diskussion erstellt. Lehrergrillen, habe ich eh dazu geschrieben, das ist nur eine Testdiskussion. Eh klar, ist ja nur eine Testklasse. Schreib hier bitte kreative Ideen hinein. Schauen wir mal, 6 haben wir ja schon beantwortet. Super, die Julia. Mixed Cocktails, wie ich das sehe. So eine tolle Neuerung zum letzten Jahr, finde ich super. Kai Pirinha, auch mein Lieblingscocktail. Bravo, Jasmin. Gut, mit dem Auto fahren und wo man schlaft, gibt es auch schon welche Möglichkeiten vorgegeben. Auch hier könnt ihr jetzt Dateien hinzufügen. Die Einladung zum Beispiel zu diesem Lehrergrillen. Oder ihr hättet sogar einen Videoraum zur Verfügung. Könnt also hier ganz einfach mit diesen Teilnehmern, das wird jetzt ihr Lehrern, auch eine kleine Videokonferenz machen. Da haben wir also 3 Tools. Dieses Tool haben wir. Wir haben MS Teams und in das Zoom gibt es auch noch. Okay. Also wie starte ich eine neue Diskussion? Schauen wir uns das einmal an. Alles selbsterklärend, einfach eine neue Diskussion. Worum geht es in dieser Diskussion? Habt ihr eine Idee für eine Diskussion? Damit wir es ein bisschen interaktiver machen. Über was könnte man sich austauschen unter Lehrer? Keine Ahnung. Über das Ausräumen am 9. Juli. Oh, die Frau direkt ist ja da. Natürlich. Aufräumen am 9. Juli. Okay. Sagst du mal einen kleinen Text auch? Nein. Das war jetzt nur der Betreff. Ja, organisatorische Vorschläge, wie man schnell fertig sein könnte. Also immer nicht menschlich fertig, sondern aufräumtechnisch fertig. Ist das eigentlich eine Ausmisten- oder Aufräumaktion? Beides. Ich sage mal Ausmisten, oder? Die Kammerlen und unnötiges Zeug ausmisten und die persönlichen Kasteln ausräumen. Umgekehrt. Umgekehrt also? Ja, die ganzen Sachen, die alle benutzen, gemeinsam ausräumen und die persönlichen Sachen nur ausmischen. Also kollektiv eigentlich? Ja. Soll ich hinsehen mit den Fremdwörtern? Und so weiter. Okay, Sie wissen ja, was es geht. Du könntest hier dann zum Beispiel noch, das kannst du eh machen, eine Datei, wo das genau beschreibt, hinzufügen. Ja? Machen wir aber jetzt nicht. Ich gehe auf Teilnehmer auswählen. Und wie gesagt, diese Diskussion könnt ihr natürlich auch mit Eltern starten. Mache ich jetzt nicht. Ist auch, glaube ich, für uns interessant, für uns Kollegen. Ich wähle hier alle aus und gehe auf Diskussion. Aha, ihr habt es schon gehört da. Das hat bei euch schon auf und gesummt. Okay, und da kann man jetzt seine Vorschläge einfach reinschreiben. Ich kann jederzeit die Diskussion auch schließen. Das kann also immer nur der tun, der was gestartet hat.
Und ich glaube, das ist halt schon jemandem passiert, ich kann auch die Diskussion verlassen. Als Lehrer. Wenn das passiert, bitte ist es kein Problem. Wenn man da einfach auf Bearbeiten klickt, bei den Teilnehmern kann ich den einfach wieder dazufügen. Ja. Ist kein Problem. Also da könnt ihr euch ein bisschen auslassen und das kann man jetzt tatsächlich auch so nützen. Nicht nur zum Test, vielleicht sind da doch ein paar wertvolle Ideen dann auch dabei. Diskussionen, klar, und Einstellungen, was gibt es da noch zu sagen? Das kann eigentlich da von die Klassennamen und Organisation kann nur der Administrator ändern. Also diese Sachen. Ich kann mir halt aussuchen, wie die Schülerinnen sortiert werden, nach Vornamen oder nach Nachnamen. Und kann meine Rolle, was tue ich eigentlich in der Klasse? KV, Mathematik. Ich habe jetzt übrigens jeden Lehrer in jeder Klasse einmal zugeordnet. Ich denke mal, vielleicht ist das gar nicht schlecht, weil wenn ich mal irgendwas subliere, kann es ja auch passieren, dass ich dann an den Elternteil von einem Schüler Nachricht schicken will. Und da brauchen wir nicht unbedingt immer den Klassenvorstand belästigen. Gut, da sieht man ja, wer der Admin ist von dieser Klasse, von dieser Testklasse. Das ist in Doppelfunktion. Die Frau Lohne, damals die Lovrana Zoller, oft dieselbe Persönlichkeit. Und die anderen sind im Klassenadmin nicht, darum steht da auch kein Hackl. Gut, da könnt ihr noch ganz schön ein Klassenfoto oder sonst was hinzufügen. Passendes, sage ich jetzt mal Mikri. Oh. Genau. Oder andere sind es natürlich. Okay, eine wichtige Sache vielleicht noch, da wo die persönliche Abkürzung für den Namen steht, Loni Zoller, gibt es da Möglichkeiten, mein Profil oder abmelden, ich gehe mal auf mein Profil. Das ist vor allem super, wenn du das am Handy nützt. Ich fange mal da unten an, das hat meinen Lehrern so gut gefallen. Diese die Nachrichtungen, die man so erhält am Handy, einfach auszuschalten. Ruhezeiten, wenn möchte nicht gestört werden. Von 18 bis 6 Uhr ist es standardmäßig eingestellt, wenn ihr das klickt. Kann ich natürlich mit der Uhrzeit jederzeit ändern. Ich bin eher Langschläfer. Also früher war es jetzt, der Schlaf ist nicht mehr so lang, bis 7 Uhr. Oder am Wochenende überhaupt stumm schalten. Das würde ich schon empfehlen. Auch du kannst natürlich einen Notfallkontakt hier angeben. Und wie es da steht, diese Daten sind nur für Sie sichtbar und können nicht von verbundenen Nutzerinnen dieser Klasse eingesehen werden. Das kann eben nur der Administrator kann das schon sehen. Klar, wir braucht sie auch nicht. Also es würde nicht dann, ich würde meine Telefonnummer da einfach gar nicht eingeben. Okay, kann ich Speichern drücken. Ja, damit habe ich eigentlich das Wichtigste von einer Klasse gezeigt, wenn ich wieder zurückgehen will. Wie gesagt, ich drücke auf den Fuchs. Was ich noch sagen wollte, war am Anfang, das muss bei euch, glaube ich, auch stellen, das ist der Elternsprechtag. Loni Zolle hat gestern Elternsprechtag immer erstellt. Und ich kann ja einfach auf Termine dann Planen drucken. Drücken. Und hier kann ich dann auswählen, ein Zeitfenster. Ich habe da 15 Minuten, 30 Minuten, was auch immer, zur Verfügung. Oder eben andere, wenn ich will. Ich bin da ganz schnell, habe es in 10 Minuten. Dann wird automatisch eben diese Verfügbarkeiten dargestellt. Und wenn du willst, dass die Eltern das auswählen können, musst du das aktiv anklicken. Überall, wo dann grün ist, können die Eltern draufdrücken. Wenn ich sage, na, da möchte ich mal eine Pipi-Pause haben, oder ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen im Verzug, weil es mit den 10 Minuten sich nicht immer ausgeht, dann tue ich diesen Termin einfach blockieren und die können die Eltern den gar nicht wählen. Aber prinzipiell, glaube ich, 10 Minuten sollten ja lange für einen Elternsprechtag, sonst haben wir ja Sprechtage. Kann es natürlich auch 5 Minuten mäßig, aber das ist eher schon ein bisschen knapp. Und diese Termine könnten dann die Eltern einfach auswählen. Ich gehe auf Klasse einladen, speichern und Eltern informieren. Dann bekommen die Eltern meine Zeitfenster und können die ganz einfach anklicken. Und hier hätte ich dann bei meinen Terminen die Termine, was die Eltern ausgewählt haben, mit Namen drin. Wenn es der Mickey Maus,
Papa von 15.15 bis 15.25 ausgewählt hat, würde hier statt verfügbar im Mickey Maus Papa stehen. Ja, das war jetzt eigentlich noch das Letzte. Im Prinzip bin ich jetzt fertig. Eure eigentlichen Klassen habt ihr ja sowieso da unten. Kann man ruhig einmal eine auswählen, die diese 3a, für die haben wir, glaube ich, davor gesprochen, Andi, gell? Das ist deine Klasse. Da habe ich genau dasselbe, was ich ja, genau. In der Testklasse habe, habe ich auch hier und die 6, das ist die Plus-Version schon. Das heißt, diese Klasse nutzt aktuell den Schoolfuchs Plus Tarif mit allen Funktionen und aktiv bis 25. Juli. Davor müsst ihr es bitte abklären, ob ihr das weiterhin nehmt. Wir haben das in Inzing jetzt gemacht. Die Gemeinde hat ein Mods frei gehabt, weil bei uns hat Infest mehr als über 1.000 Euro gekostet und jetzt kostet nicht einmal mehr 500 des Coolfox. Und das muss also weniger zahlen. Die App kann da viel, viel mehr. Ich sage, alles, was ich jetzt da gemacht habe, könnte ich jetzt. Na gut, dann bin ich mit meinem Latein schon einmal am Ende. Das, wir haben nicht einmal eine Stunde braucht und sind da durch. Ich werde jetzt einmal die Aufzeichnung dabei einmal stoppen. Wenn es noch was Wichtiges gibt für uns, kann ich es hier wieder hinzufügen.